Hey und willkommen zurück bei unserem Malen und unserer süßen Child Runaway Challenge. Ja, was ist die letzte Zeit passiert? Wir haben bei Malen den Trailer ordentlich aufgeräumt, beziehungsweise ein wenig am Grundstück herumgebastelt, dass die Süßen sich gesagt haben, sie haben sich jetzt ein wenig Urlaub verdient und jetzt sind sie auch schön in den Urlaub gefahren hier nach Granite Falls. Und ja. Während unser Heinrich die ganze Zeit darüber nachdenkt, wie er doch Ilse seine Gefühle gestehen soll, ohne dass er ihr sagt, dass ihre Beine aussehen wie Froschschenkel, fällt Marlin so langsam auf, dass er seine Mama vermisst und seine Geschwister auch vermisst. Aber er hat fürchterliche Angst vor seinem Papa und er weiß auch einfach, dass er mit seinem Papa und sich so ähnlich ist und er weiß einfach nicht, was er machen soll, dass er sich jetzt gerade beim Angeln traut und an Heinrich und Eloise gerade hier die Frage stellt. Ja, wie sieht's denn aus? Habt ihr eine Idee? Und darauf fällt Eloise dann direkt ein, wir könnten ja einfach mal jetzt, wo der Garten so ein bisschen renoviert ist und wenn wir nach Hause kommen und die Fische noch verkauft haben, könnten wir ja ein kleines Grillfest veranstalten. Denn schließlich ist auch Sommer. Und da kann man dann auch mal ein schönes Grill-Event starten. Und Heinrich sagt ihm auch, er soll keine Angst vor seinem Papa haben. Eloise und er sind ja auch noch dabei. Und wenn er sich halt daneben benimmt, dann verscheuchen sie ihn vom Grundstück. Und daraufhin lächelt Marlin jetzt gerade ganz zaghaft und sagt, ihr wisst schon, dass mein Papa Polizist ist, oder? Und euch ganz einfach in den Knast stecken könnte. Und daraufhin sagte Heinrich, nein, wir machen ja nur von unserem Recht Gebrauch. Merkt ihr das, mein Junge? Auch Polizisten haben nicht alle Rechte dieser Welt, aber man muss auf Ordnungshüter auf jeden Fall auch hören, keine Frage. Aber auch die müssen sich an Rechte halten. Und wenn sie eines Grundstücks verwiesen werden, dessen sie nicht Eigentum sind, müssen sie das verlassen. Und diese kleine Lehre nimmt Marlin auf jeden Fall auch mit und das beruhigt ihn auf jeden Fall jetzt auch gerade. Er weiß, dass er vor uniformierten Leuten Respekt haben sollte, dass die weisungsbefugt sind, aber dass er jederzeit sagen kann, Papa, ich fühle mich so unwohl, bitte geh jetzt. Und daraufhin haben die Süßen hier auch noch beschlossen, die ganze Welt noch mal so ein bisschen zu erkunden und ja, haben sich fest vorgenommen, mal ein wenig spazieren zu gehen. Ich weiß gar nicht, reicht das überhaupt schon? Boah, guck mal hier, zwei Fische haben wir schon. Ach, du bist ja noch fleißiger. Du bist richtig fleißig. Also, was wünsche ich mir denn da noch mehr? Ich habe jetzt im Moment gerade nur diese kleine süße EA-Hütte auf jeden Fall genommen. Und während die Süßen sich jetzt überlegen, einen aufmerksamen Spaziergang zu machen, fällt ihnen etwas auf. Und während sie hier so spazieren joggen, fällt den Süßen doch gerade auf, dass hier eine Höhle ist. Und Eloise sagt sich so: Hey, lasst uns das doch einfach mal erkunden. Das sieht gut aus. Heinrich und Marlin schon total verängstigt sich so: Nein, tu das doch bitte nicht. Wer weiß, was da ist. Und das. Nein! Und schwupp war sie einfach in der Höhle verschwunden. Unsere Süßmaus. Und wir werden weitergehen. Ich hätte das mal vorlesen sollen, ne? Ich bin auch schon wieder lost, loster am lostesten. Erforschung des Dornengestrüpps. Als Eloise sich unerschrocken durch das Gebüsch schlägt, taucht plötzlich ein sprudelnder Bach auf. Soll Eloise anhalten und angeln? Nein, sie soll weitergehen. Erforschung des Dornengestrüpps. Eloise spürt, dass sie etwas Besonderem auf der Spur ist. Dass all die Mühe wert war. Aber sie wird langsam müde. Soll Eloise ein Nickerchen einlegen oder weitermachen? Sie wird weitermachen. Eloise hat sich einen Weg durch die dichte Vegetation gebahnt und entdeckt mitten im Wald eine Lichtung. Eine Lichtung mit einem mysteriösen Sim. Und herzlich willkommen hier einmal im Einsiedlerhaus. Ich werde jetzt natürlich die Süßen auch noch mal hier hinbringen. Nein, ich bin doch so doof. Ah, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und nein, ich glaube, ich möchte in den Kommentaren dazu keine ehrliche Antwort haben. Ja, also wie gesagt, wir sind hier mittlerweile beim Einsiedler angekommen. Vielleicht können wir hier ja auch noch seltene Fische angeln. Ich gucke jetzt mal, ob hier mittlerweile der kleine niedliche Einsiedler gestrandet ist.
Und guck mal, hier ist der junge Mann. Ne? Och, ist der süß. Oh, ist der süß. Und sie ist gleich direkt sehr kokett, ne? Verträumter Blick. Tolles Gefühl. Fiek gefangen. Oh nein. Nein, jetzt bin ich ja mal gespannt. Du kannst dich ja jetzt mal freundlich vorstellen. Und ich bin mal gespannt, was das Gefühl von Eloise ihm gegenüber sagt. Und eins muss ich ja mal sagen, ne? Ich finde diese Einsiedlerhütte, Jana, ich finde die so putzig. Ich möchte die echt, glaube ich, auch nochmal nachbauen. Ich finde die einfach nur süß. Ich finde die so süß. Das ganze Grundstück ist einfach nur unfassbar niedlich. Guck mal, Heinrich, du könntest ja an der Zeit einfach mal ein bisschen handwerken. Mach doch einfach mal einen Spiegel fertig und eine Skulptur. Und malen werde ich einfach mal angeln schicken, denn ich möchte ja, wie gesagt, dass sich jetzt die süße. Nee, 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 Freundchen, du wirst doch wohl. Aber na, Sommer. Und wir gucken einfach mal, wie es hier mit Eloise weitergeht. Die ist nämlich gerade mitten auf dem Weg zu unserem süßen Einsiedler. Und ich bin ja mal gespannt, wie die beiden sich verstehen. Also ich finde den ultra niedlich. Gut, ich meine mal, er ist jetzt junger Erwachsener, sie ist Teenager. Aber, also es soll jetzt nicht gut heißen, aber es ist ja jetzt erstmal nur, ich will erstmal gucken, wie die beiden sich verstehen. Weil Eloise sehe ich so als 16, 17, schon kurz vor dem Erwachsenenalter. Ich weiß nicht, wie es mit euch so steht. Ob ihr sie für viel jünger haltet oder viel älter haltet. Und bevor ich mich hier jetzt um Kopf und Kragen rede, gucken wir uns einfach mal die Unterhaltung an, wie die beiden sich einfach verstehen. Und im Moment unterhalten sie sich über Farbtheorien und über, dass sie Regen auf jeden Fall nicht leiden kann. Er findet das Ganze auf jeden Fall amüsant, der Henrik Jansen. Jansen? Jansen, ja. Wow, wenigstens mal ein vernünftiger Name. Und sie genießt es einfach hier gerade, ne? So, guckt euch dieses schöne Bild einfach von ihr an, hier zwischen den ganzen Blümchen, ne? Das ist einfach fantastisch. Vielleicht können wir ja für zu Hause auch noch ein paar Pflanzen mitnehmen. Unbestimmte Frucht. Wir pflanzen das jetzt einfach mal mit Eloise alles ab, was sich hier abpflanzen lässt. Und ihr dürft mir dann noch mal verraten. Nein. Guckt mal, jetzt macht sie noch so ein kleines Mal Feuerchen, ne? Ein Märchen über einen. Oh na, ach komm. Wir geben ihr mal die Chance. Dem Einsiedler eine Geschichte, eine Lagerfeuergeschichte zu erzählen. Ich habe noch keine Ahnung, wo er jetzt geblieben ist. Ach, da hinten ist er. Nein, ach, wie süß, guck mal. Da geht gleich sein Herz auf. Ne, da war er beim Malen. Oh, wisst ihr, was noch besser ist? Ich werde jetzt alle mal eben in eine Gruppe werfen. Guck mal, auf Malen kann ich gar nicht klicken. Du hast es ja fast geschafft. So. Und dann musst du das mal eben machen. Wenn ich dich schon nicht. Aktion. Ah nein. Ja, dann geh dich doch erstmal respektvoll vorstellen. Sonst wird das ja alles nix. Ja. Oh, wie süß. Oh no. Ach, es ist einfach süß. So, Zurunde hinzufügen. Ich weiß jetzt gar nicht, seid ihr schon in der Gruppe drin? Ja, ihr, ach, guckt mal, wie. Oh no. Macht die Marshmallows, ne? Und jetzt möchte ich, dass die alle hier mal zusammen sitzt. Du müsstest durch sein. Du sollst hier auch mal hinkommen. Malen auch. Diese Hütte, ne? Die ist so niedlich. Malen, no way. Malen. So, jetzt muss ich erst mal hoffen. Wo ist Eloise? Sie ist auf dem Weg. Ich schneide das auf jeden Fall noch mal zurecht.
Oh, ernsthaft jetzt? Nein! Oh, das ist doch jetzt wieder eine Urkomik. Nein! So, es hat endlich mal funktioniert. Es hat endlich mal geklappt. Eieieiei. So habe ich mir das ja überhaupt nicht vorgestellt. Und Eloise erzählt jetzt eine herrliche Gruppengeschichte. Marshmallows kann ich nicht machen, weil irgendwie sagt er permanent, es ist alles hier im Weg. Aber okay. Wir lauschen jetzt der schweigenden Eloise. Es war einmal ein herrlicher Prinz. Der hatte Glück wie ein Schwein, denn es kam eine Prinzessin auf ihn zu. Doch der Ritter konnte ihn einfach nicht bezwingen, den Zauberstab in den Froschkönig umzuwandeln. Der glückhabende König wurde zurückverwandelt und seine Königin und der gnadenlose Ritter brachten die Königin und den König gemeinsam mit der Königin an einen sicheren Ort und kauften sich ein Schweinchen. Denn sie sind dem Froschkönig erfolgreich umgangen. Und Marlin denkt ans Angeln. Herrlich. Und du hast gefunden. Das ist doch unglaublich, was hier schon wieder los ist, ne? Ich schicke die beiden mal nach Hause. Und ich möchte, dass Eloise ihn einfach mal so ein bisschen... Nee, um Gottes Willen, noch nicht. Mach mal Witz über Vampire und da kannst du dich jetzt noch mal ein bisschen mit ihm unterhalten. Und ich bin mal gespannt, wie er jetzt so auf diese... Ja, auf soziale Medien und so reagiert. Er hat ja so dieses Leben hier draußen gewählt und... Während dieser ganzen Unterhaltung kommt raus, dass auch er Evergreen Harbor gewohnt hat. Und dass das Grundstück, was Marlin unbedingt haben will, später, was er renovieren möchte, dass das sein Grundstück war, was er von seinen Großeltern geerbt hat. Und daraufhin sagt sich Eloise, Daumen runter. Also soziale Medien findet er absolut uncool. Und Eloise denkt jetzt noch einen Augenblick vor sich nach, denn die Männer bringen gerade ziemlich viele Probleme mit sich. Und ich glaube, das ist so nicht das, was sie sich im Moment wünscht, denn sie hat ja auch so ihre paar Problemchen mit sich zu tragen und mit sich zu schleppen. Und ja, nun neigt sich unser Urlaub auch schon so langsam dem Ende entgegen. Und ich würde sagen, wir werden uns auf jeden Fall zu Hause bei den Süßen noch einmal wiedersehen. Bis gleich. Oh mein Gott, jedes Mal, wenn man in Urlaub fährt, ist die Rechnung noch teurer. Unsere ganze Kohle ist gleich weg. Nein, 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 nein. Und jetzt sollen wir mit 39 Simoleons eine Grillparty veranstalten. Das ist, ich glaube, schier unmöglich. Aber ja, ich glaube, das machen wir das nächste Mal. Ich werde dann mit Marlin nochmal einen Gartenverkauf machen. Und hoffe, dass wir dann so ein bisschen Geld wieder mit reinspülen. Und du sollst ja heute nicht arbeiten. Und das ist ja natürlich für uns relativ doof. Du könntest ja aber eventuell mal ein bisschen Rasenpflege betreiben. Und dann würde ich mich jetzt einmal von euch schon mal verabschieden. Und wünsche euch schon mal einen wundervollen Tag. Passt schön auf euch auf. Bleibt gesund und feier im Herzen. Und ja, wie gesagt, Marlin habe ich zur Schule geschickt, weil ich habe Angst, dass auch die Kinder von uns von der Schule fliegen. Also nimmt mir das jetzt nicht übel. So zweimal die Woche schicke ich ihn im Moment zur Schule, weil ich nicht will, dass er von der Schule, wie gesagt, fliegt. Also, kommt gut ins neue Jahr. Ich hab euch lieb. Bis denn dann. Tschüss. Na, der musste ja jetzt zum Ende noch sein, ne? Ei. Komm, wir machen jetzt noch den Gartenverkauf mit. Also wie gesagt, ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Kommt gut rein, rutscht nicht zu doll. Und ich hoffe, wir sehen uns im neuen Jahr wieder. Vielen, vielen Dank, die mich schon dieses ganze Jahr begleitet haben. Und auch allen, die jetzt frisch noch neu dazugekommen sind. Vielen, 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 vielen Dank. Und ja, passt schön auf euch auf, bleibt gesund und feier im Herzen.